Also von meiner Seite, wunderbares guten Morgen. Freue mich mal wieder auf einem WordCamp in Deutschland zu sein. Wie wir gerade gehört haben, wird die Frequenz ja wohl steigen. Vielleicht machen wir das demnächst monatlich. Ich weiß nicht, ob wir so viele Themen haben und dann immer Sessions einreichen können, aber ich denke, die Community ist kreativ genug, um den Inhalt dann zu bestücken. Lass uns überraschen, was daraus wird. Ich finde es jedenfalls schön, dass man ein bisschen diese nochmal typische Form einmal im Jahr in irgendeinem Land durchbrochen hat. Mal gucken, was daraus wird. Insofern lasse ich mich heute überraschen, was hier alles so ansteht, was für Themen kommen und was für ein Austausch stattfindet. Ich habe ein Thema mitgebracht, beziehungsweise eingereicht, was vollkommen ohne Technik auskommt, außer dass ich euch ein paar Bilder zeigen möchte. Ist für mich nicht so der Alltag, deswegen ein bisschen neu, freue ich mich drauf. Und ich finde es schön, dass ich eine Akzeptanz bekommen habe, weil es ja explizit hieß, wir sollen technische Themen einreichen. Insofern freue ich mich besonders, dass ich die Session hier halten darf und dass auch so viele gekommen sind, sie hören wollen. Was will ich euch erzählen? Ich möchte euch im Grunde auf eine Reise mitnehmen, will so ein bisschen darlegen, wie es mir persönlich vor allem ging, in den letzten vielen Jahren insbesondere für zwei Unternehmen Leute zu finden, die an Themen mitarbeiten, die im Unternehmen mitarbeiten wollen, aber auch, wie es war, Leute zu finden für Privatprojekte, für Hobbyprojekte, die also nicht immer finanziell orientiert sind. Wie ist es eigentlich möglich, überhaupt Leute im Netz zu finden, die an demselben Thema ackern wollen? Sei es eben als Unternehmen, als Projektleiter oder eben als irgendeinem Privatinteresse heraus. Und ich denke, das ist genauso sinnvoll für Leute, wie sollte man sich darstellen, um gefunden zu werden, weil auch das ist nicht immer selbstverständlich. Ja. Ich habe euch im Vorfeld mal ein paar Zahlen mitgebracht, um so ein bisschen den Hintergrund aufzuzeigen. Wir haben derzeit 2015 ca. 40.000 offene IT-Stellen in Deutschland, die nicht besetzt werden können, weil Fachpersonal fehlt. Ja, im Zuge unserer Diskussion, also Landen, Migranten und, ist das sicherlich eine wichtige Zahl. Und man schätzt, dass man ca. 2020 eine Million offene IT-Stellen weltweit hat. Das heißt, wir wissen heute schon, auch bei Impsight und Co., dass uns Entwickler fehlen werden. Dem entgegen stehen derzeit die Absolventenabschlüsse an Universitäten mit gerade mal 1% Steigung. Ja, auch hier möchte ich eigentlich nur appellieren, vor allem an große Unternehmen, aus denen ich auch komme, die in der Regel nur auf Abschlüsse schauen, zumindest Stand heute in der Regel. Und kleinere Start-ups, Unternehmen, die andere Arbeitsphilosophien haben, eben auch Leuten eine Chance geben, die ohne Abschluss mit entsprechendem Wissen und Know-how kommen. Hier ist es natürlich wichtig, das rauszukriegen, was für Know-how ist vorhanden, welche Kenntnisse und welche Fähigkeiten kann derjenige einbringen. Ja, Entschuldigung. Gegenzug zu diesem Problem stehen allerdings auch Kosten. Derzeit gehe ich, das ganz allein von mir aus geschätzt, auf zwei Unternehmenbereiche, ich zeige das gleich, woher ich das weiß, zwischen 5-10% der Gesamtkosten eines Unternehmens ungefähr für Akquise drauf. Das heißt, im kleinsten Fall eines Selbstständigen, sagen wir mal Alleinkämpfer, wo sicherlich einige hier sitzen, kann man davon ausgehen, dass 5-10% seiner Arbeitszeit, seines finanziellen Budgets dafür aufgeht, Talente zu finden, die an irgendeinem Projekt mitarbeiten. Sei es, dass er die nachher bezahlt oder einfach nur für ein Thema haben möchte. Und solche Zahlen multiplizieren sich natürlich, je größer das Unternehmen wird. Ja, kann man sich auch, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn man mal so ein bisschen aus den Medien heraus sieht, was große Unternehmen für einen Aufwand betreiben, oftmals auch sinnlos, um da irgendwo gesichtet zu werden. Woher weiß ich das alles? Warum meine ich, ich kann euch ein bisschen was dazu erzählen? Ich selber, für die, die mich nicht kennen, Frank Wilke mein Name, bin seit vielen Jahren in der WordPress-Community aktiv, lange als Entwickler. Heute in etwas spartanische Entwicklungsecken, weil die Zeit fehlt und habe unter anderem 2009 die Impsight GmbH mitgegründet, die derzeit 27 Mitarbeiter hat, ja, in der Regel Angestelltenverhältnis, aber auch Netzwerk. Also aus einer kleinen Idee ist ein relativ großer Raum von Freunden, von Familienmitgliedern geworden, was mir immer noch viel Freude macht. Ich bin aber hauptberuflich als Führungskraft bei Carl Zeiss bei der AG beschäftigt, kümmere mich da um die SAP-Landschaft. ERP-System, wer sich da ein bisschen auskennt. Das heißt also, die beiden Systeme haben zwar technisch miteinander zu tun, sind aber doch sehr unterschiedlich. Und auch das Leben, das Arbeiten, das Miteinander ist sehr, sehr unterschiedlich zwischen Impsight und zwischen der Carl Zeiss AG. Bei Zeiss beschäftige ich mich vorrangig mit den Standorten Deutschland, Großbritannien, China und Amerika. Wir haben weitaus mehr. Liegt einfach daran, dass das die Standorte sind, wo wir neue Ideen entwickeln und wo wir produzieren. Und das System, was ich betreue, ist vorrangig für Entwicklung und Produktion zuständig. Und parallel mache ich eine ganze Reihe freie Projekte, sei es über Plattformen wie GitHub oder andere Ecken,
Und auch da ist man immer auf der Suche nach Talenten, Mitstreitern, die sich vielleicht beteiligen, ein Projekt voranzutreiben, es nicht sterben zu lassen, weil die Zeit fehlt und. Und auch da kann ich, sagen wir mal, sehr viele positive, aber eben auch negative Sachen erklären, wie schwer es ist, Leute zu finden, die daran mitarbeiten wollen. Sichtbarkeit. Ich meine, dass Sichtbarkeit, insbesondere in der heutigen Welt, wo das Netz so schnelllebig geworden ist, relativ schwierig zu erreichen ist. Also das Netz ist groß und bunt, die letzte Seite findet man noch, aber dazwischen ist ganz viel Buntes. Und ich meine, dass es genauso wichtig ist, einerseits für die Talente, die sich darstellen wollen, und genauso für Unternehmen oder eben auch Leute, die ein Projekt starten wollen, sichtbar zu werden. Es gibt diverse Plattformen, um das zu erreichen. Nichtsdestotrotz ist das kein Garant dafür und es ist unglaublich viel Arbeit, Sichtbarkeit zu erreichen. Sei es als eigene Person, um sich darzustellen, um von Unternehmen gesehen zu werden, oder eben auch als Unternehmen, um von den Talenten erstmal gefunden zu werden, um vielleicht sogar den Status zu haben, dort würde ich mich gerne bewerben oder ich möchte von denen gefragt werden. Der Blick auf das Ganze ist aus meiner Sicht sehr verschieden und kann durch die vielen Bewerbungen, die ich im Laufe der letzten Jahre hatte, sehr verschieden gesehen werden. Ich meine, dass die einen einen Arbeitsplatz suchen und die anderen suchen eine Aufgabe. Man kann nicht nur sagen, Arbeitsplatz ist eher der negative Teil, vielleicht klingt es so. Ja, es gibt eine ganze Menge Leute, die suchen einfach Sicherheit, möchten eine Geborgenheit in einem Unternehmen haben, möchten monatlich ihr Geld kriegen, alles soll geregelt sein. Und andere suchen Herausforderungen, suchen Aufgaben, möchten sich einbringen und. Im Großen und Ganzen kann man sicherlich einen Mischmasch aus all den Faktoren mitnehmen, was die Leute oftmals bewegt, daran mitzuarbeiten. Aber es ist nicht, sagen wir mal, man kann also quasi nicht einen roten Faden nehmen, um jeden Bewerber abzuholen, den ich am besten für mein Unternehmen haben möchte, um in diese Richtung zu gehen. Deswegen glaube ich, ist es besonders wichtig, dass jeder Einzelne auch das in seinem Portfolio darstellt, wenn er sich irgendwo bewirbt oder auch als Unternehmen, wenn ich Talente suche. Was für Talente suche ich? Suche ich also eher Leute, die sich hier wohlfühlen, die hier arbeiten wollen und gewisse Sicherheit bekommen oder sich auch einbringen sollen und dürfen, was auch nicht für jedes Unternehmen selbstverständlich ist, meine ich zumindest. Ich denke, es gibt noch immer noch eine ganze Reihe Unternehmen, die insbesondere in verschiedenen Branchen sicherlich auch froh sind, wenn der Mitarbeiter nicht weiterdenkt. Aus der Unternehmersicht, wie findet bei uns eine Selektion statt? Wie komme ich überhaupt zu Talenten? Wie finde ich den einen oder anderen oder die eine oder andere, um eine entsprechende Mischung einerseits im Unternehmen zu erreichen, um natürlich die Aufgaben zu sichern, die wir herstellen, um den Kunden zufriedenzustellen, um aber auch eine Truppe zusammenzustellen, die sich möglichst nach vorne bewegt, die sich weiterentwickelt und die nicht nur einfach die Lösung baut, die wir für den Kunden versprechen, sondern die einfach gerne zusammenarbeiten und das Unternehmen selbst nach vorne bringt. Üblicherweise ist mein Vorgehen, ich checke jeden Abend GitHub beispielsweise und andere Netzwerke und gucke, was Leute dort tun. Das heißt, ich gucke mir explizit Codezeilen an, die von irgendwelchen Leuten kommen, und Plattformen wie GitHub ist halt für mich zumindest eine herausragende Plattform, die deutlich zeigt, was der ein oder andere tut. Das ist manchmal mühselig, es kostet Zeit, aber es ist der schnellste Weg, um zu erkennen, in welche Ecke sich jemand bewegt. Das ist so mein Gefühl. Es gibt ähnliche Plattformen natürlich auch für Nicht-Code-Themen, also für Design beispielsweise, Dribbble oder so. Mein Fokus liegt natürlich meistens auf Entwicklern, die irgendwie Source-Code schreiben müssen, deswegen bewege ich diesen Weg. Zweite Ebene sind so eine Art Foren, also Stack Overflow beispielsweise. Wer da die Reputationen anguckt, wird schnell merken, dass der Kreis, der immer aktiv ist und einen hohen Wissensstand hat, immer derselbe ist. Das sind aber auch die Leute, die man meist gar nicht anfragen muss, weil ihre Anfragerate sehr, sehr hoch ist. Nichtsdestotrotz ist es ein Versuch wert. Aus der Erfahrung selbst kann man sagen, dass man darüber auch unglaublich gut Aufträge generieren kann. Ich denke, Leute, die bei WordPress Deutschland im Forum aktiv sind, werden Ähnliches bestätigen können, halt eher regional bezogen, während Stack Overflow international dargestellt wird. Und so, meine ich, gibt es sehr, sehr viele Plattformen, wo man schauen kann, ob man Talente findet. Ich finde sehr, sehr wichtig, wenn jemand gefunden werden will, ist ein persönliches Portfolio entscheidend. Wie gehe ich vor, wenn ich jemand beispielsweise über eine Codezeile finde oder über eine Antwort in einem Forum oder, versuche ich so schnell wie möglich auf seine Privatseite zu kommen und das Portfolio zu lesen. Ich will wissen, was das für eine Person ist, am besten welche Hintergründe er hat, also technischer Wissensnatur, aber auch familiär, Hobbys, Einstellungen. Also ich möchte gern viel über die Person erfahren, bevor ich auf sie zugehe.
Umso mehr er preisgibt, sofern er das möchte, umso mehr hilft es mir, einfach im Vorfeld schon zu selektieren. Ja, es spielt ebenso für mich eine große Rolle, wie dieses Portfolio aufgebaut ist. Damit meine ich auch Sachen wie Design. Also ist ein Portfolio ansprechend, fühle ich mich wohl als Leser. Das muss nicht bunt, toll und schön sein, es sei denn, er ist vielleicht Designer. Aber ich möchte abgeholt werden. Ich möchte das Gefühl haben, hier hat jemand Kraft investiert. Ja, hier hat jemand Zeit investiert und hat sich was dabei gedacht. Ja, also ich muss irgendwie als Lesender, als Besuchender das Gefühl haben, der möchte mir was mitteilen. Was auch daneben gehen kann, ich habe neulich ein Portfolio besucht, das war so überrannt mit JavaScript-Effekten, dass ich das Lesen gar nicht mächtig war, weil ich das meistens natürlich auch auf dem Handy tue und es funktionierte nicht, dann ist es etwas zu viel. Also einfach solche Sachen so ein bisschen angucken. Ja. Das muss nicht kompliziert sein, aber kurz gesagt, ich möchte einfach das Gefühl haben, derjenige, der sich hier darstellt, hat darüber nachgedacht, hat Zeit und Kraft investiert, um sich auch positiv darzustellen. In der Regel frage ich dann unkompliziert einfach an, per Mail. Also ich schreibe demjenigen wirklich eine E-Mail. Wir suchen in dem und der Richtung Leute für die und die Aufgaben bei dem und dem Unternehmen. Hast du nicht Lust, können wir uns mal näher unterhalten. Was ich auch mehrmals versucht habe, über Headhunter zu gehen, mit sehr wenig Erfolg, bin sehr unzufrieden gewesen mit dem, was mir dann am Ende dargelegt wird. Von den Kosten will ich gar nicht reden. Unglaublich hohe Kosten, das hängt in der Regel an Prozentzahlen von den Jahresgehältern. Auf jeden Fall habe ich für mich Stand heute den Fakt gefunden, nie wieder, ich brauche das nicht. Also ich mache mir lieber selber die Mühe und ich habe auch durch die Headhunter-Möglichkeiten irgendwie keine Zeitersparnis gehabt. Also das, was mir da abgenommen wird, das eigentliche Suchen, hat sich dann am Ende wieder aufmultipliziert beim Selektieren, weil sehr viel Müll reingeschwemmt wird, weil die natürlich auch hoffen, die Prozente abzugrasen. Also insofern bleibt die Aufgabe bei der Person selber oder bei wenigen Personen eines Unternehmens. Nach der E-Mail und ich kriege eine positive Antwort, versuche ich so schnell wie möglich ein Telefoninterview hinzukriegen. Das ist auch nicht immer leicht, liegt schon an meinen Arbeitszeiten, meinen Zeitfenstern. Und schon da merke ich meistens, hat derjenige überhaupt Interesse? Ja, nimmt er sich die Zeit, mit mir mal telefonieren zu können, wenn wir den Termin noch dreimal schieben? Da kann auch mal spät abends sein oder solche Geschichten. Wenn das auf beiden Seiten gut passt, finde ich das unglaublich wichtig. Und in der, sagen wir mal, in der Sicht von Imsight beispielsweise, wir arbeiten Stand heute nur remote. Das heißt, die Leute sehe ich nicht unbesenkt persönlich, bevor ich sie einstelle. Das kann dauern. In der Regel treffen wir uns einmal im Jahr. Und das Telefon oder andere Möglichkeiten, mit ihm persönlich zu sprechen oder ihn auch zu sehen über Skype, Kamera oder sowas, ist halt also unglaublich wichtig. Ich muss ein Gefühl herausentwickeln, wen habe ich da am Ohr. Ja, währenddessen ich beispielsweise bei Carl Zeiss in der Regel mindestens zwei Vorstellungsgespräche habe, derjenige wird eingeladen. Das ist eine ewige Zeremonie, da muss ich also mindestens den ganzen Tag frei nehmen, anreisen, je nachdem von wo er kommt. Er wird gezwungen, an einen Ort zu reisen, den er vielleicht gar nicht als Arbeitsplatz anvisiert, weil der Bewerber oder in dem Fall der zukünftige Chef, also meine Person, ich sitze beispielsweise in Jena, dann muss halt jemand aus Hamburg, obwohl er vielleicht im Standort Hamburg arbeiten will, Zeiss, nach Jena reisen. Solche Geschichten, also das ist alles sehr aufwendig. Das passiert zweimal. Er durchläuft Foren bei der Personalabteilung, er durchläuft Fragen und Antworten bei mir und nochmal bei meinem Chef, bei meinem nächsthöhergestellten und danach gibt es dann irgendwann mal Entscheidungen. Also es ist sehr langwierig und schwierig und mein Gefühl sagt mir auch, dass das oft ein Grund ist, warum Leute dann auch keine Lust mehr drauf haben. Ja, insbesondere in der heutigen Situation, wo wir eben nicht Massen von Bewerbern haben. Ja. Nichtsdestotrotz muss man positiv natürlich darstellen. Ein Unternehmen wie Zeiss hat einen Namen, mit dem man sehr gut hausieren kann. Gründe ich heute ein Start-up und suche morgen Leute, fällt mir das natürlich wesentlich schwieriger. Wenn wir dann zum Telefongespräch uns ausgetauscht haben, ein gutes Gefühl haben, ist wirklich sehr wichtig. Wenn wir irgendwie zueinander finden, biete ich immer die Möglichkeit an, Probeaufgaben zu lösen. Was sind Probeaufgaben? Der einfachste Fall könnte sein, irgendein Repo, ein freies Repo in der Regel sogar, also auf GitHub, was da rumliegt, schnapp dir ein Issue, löse es. Warum mache ich das? Weil ich einfach das Gefühl habe, wenn jemand das tut, sich schon im Vorfeld einbringt, ohne dafür irgendeine Entlohnung zu bekommen in erster Linie, dann will er sich mit dem, was das Unternehmen oder derjenige, der Einzelne tut, auseinandersetzen. Er setzt sich also hin, beschäftigt sich mit dem Problem, obwohl er das Produkt vielleicht gar nicht kennt. Er muss den ganzen Code dieses Produktes analysieren, muss sich darin einfinden, er muss die Contributor-Regeln befolgen, er muss die technische Umfeld sowieso können. Aber er muss vor allem den Code des Unternehmens in seiner Form, wie bei uns beispielsweise vom Codex lesen und möglichst mir auch Codex nachher Code zurückgeben, der unserem Codex entspricht. Jeder Entwickler hat so seine Art und Weise, seine Formeln und das sehe ich bis zum letzten Leerzeichen in der Regel.
Und so kann man sehr schön sehen, wie jemand sich einbringen, wie er es einbringen will vor allem. Und wenn er dann das Feedback darauf bekommt, das und das kannst du besser machen oder für uns anders machen, weil wir es gern so und so möchten, merke ich wieder durch die vielen Schleifen, wie jemand wirklich Interesse an dem Problem hat. Ja, das geht so weit, dass wir Leute beispielsweise auch mal haben, wo es nicht zu einer Einstellung kommt, wo wir nicht zusammenfinden, die aber weiter an dem Projekt arbeiten wollen, weil sie es toll finden. Ja, solche Geschichten. Das ist natürlich dann immer so ein, wenn so ein Benefit entsteht, ist das Wunderbares, finde ich, weil es dann eben darüber hinausgeht, einfach immer nur einen Arbeitsplatz zu finden. Was mich wieder zu dieser Frage zurückbringt, suche ich eine Aufgabe, suche ich eine Herausforderung oder einfach einen Arbeitsplatz. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, private Themen. Für mich persönlich sind die sehr wichtig. Im Laufe der vielen Jahre und der Bewerbungsgespräche versuche ich grundlegend offen in ein Gespräch zu gehen, niemals Vorurteile zu haben, ja, ob derjenige mir im Schlafanzug gegenüber sitzt oder so, höre ich oder sehe ich sowieso nicht am Telefoninterview, das ist erstmal egal, aber wie jung, im Gegensatz zu mir als alte Person, da gibt es schon so viele Differenzen, trotzdem interessiert mich halt, was macht der neben dem Coden? Ja, im Laufe der vielen Jahre und der Leute, die wir auch so durch die verschiedenen Unternehmen haben, sind beispielsweise mir persönlich Leute, die Familie haben, ganz schnell lieber als jemand, der ganz alleine steht, weil die Leute gewohnt sind, Aufgaben, Verantwortung zu übernehmen. Sie haben also Leute im Kontext, mit denen sie sich kümmern müssen, wo sie Zeit einteilen müssen. Das sind so Faktoren, die eine große Rolle spielen. Auf sowas gucken wir genau. Deswegen lege ich auch Wert drauf, wenn das im Portfolio steht. Ja, was treibt jemanden neben dem Rechner an? Wenn er bei uns nur am Rechner sitzt, sitzt er dann auch wieder nur am Rechner. Hat er Ausgleichsmasse? Macht er irgendwas anderes? Sowas ist oft interessant. Oder hat man beispielsweise auch ein gemeinsames Thema? Kann man sich über irgendwas austauschen nachher? Und dann schlussendlich ist natürlich das Gefühl während des Telefonats oder auch schon während der Mail sehr, sehr wichtig. Also Gefühl ist ein schlecht begreifbares Etwas, aber es ist für mich ein entscheidender Faktor, passt derjenige bei uns rein. Das kann am Ende falsch liegen, das kann richtig sein. Das weiß man nie, dafür ist nachher eine Probezeit da oder sowieso jeder hat immer die Chance zu wechseln, zu gehen. Aber während des Telefonats finde ich es ein sehr wichtiger, entscheidender Faktor für mich. Aus der Talentsicht, wie stelle ich mich dar, was möchte ich haben, wenn ich mich irgendwo bewerbe oder Mitstreiter suche, meine ich, ich gucke vor allem auf die Philosophie eines Unternehmens. Stellt sich ein Unternehmen eben auch, sei es wie es ein Portfolio dar, was es tut, wie es arbeitet, wie sie leben, wie man arbeiten kann. Also ich meine auch, dass ich bei vielen Unternehmen da große Schwächen sehe. Man liest selten raus, wie das Unternehmen arbeitet. Die meisten geben darüber sehr wenig Preis. Wie ist ihre Arbeitsphilosophie? Wie ist ihr Arbeitsumfeld? Also ich meine eben nicht nur, kann ich remote arbeiten oder gibt es das berühmte Homeoffice, solche Geschichten, sondern wie ist allgemein die Philosophie des Unternehmens? Wie bringe ich mich ein? Welche Alltagsrhythmen gibt es? Habe ich immer meinen 40-Stunden-Löffel oder gibt es Themen, die man nebenbei beackern kann? Kann ich eigene Ideen einbringen? Ja, was verstehen wir überhaupt unter Arbeiten und Kunden glücklich machen? Das muss nicht immer einhergehen und deswegen finde ich es gut, wenn das irgendwo dargestellt wird. Also auch so Themen wie Alltag und Kultur des Unternehmens, finde ich, sind wichtige Aspekte. Und direkt über Alltag und Kultur definiert sich für mich auch ein Unternehmen, wie es gesehen werden will, aber wie es auch den Alltag meistern will. Also wie glücklich jeder Einzelne damit ist. Arbeitsform, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, ob remote oder eben nicht remote. Es gibt eine ganze Reihe Unternehmen in Deutschland, die die Remote-Form bisher nicht zulassen. Selbst Homeoffice ist nicht alltäglich, solche Geschichten. Also, und in unserem Umfeld, wo es in der Regel um Entwickler geht, um Designer, ist das, denke ich, ein wichtiges Thema. Ich habe so den Eindruck, dass gerade junge Menschen, die von der Universität kommen oder von anderen Ideen gerade wechseln, noch unabhängig sein wollen, schon eine sehr große Neigung in diese Richtung haben. In den vergangenen Jahren, muss ich aber auch sagen, hatten wir oft die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sofort Hurra geschrieben haben, ich kann endlich remote arbeiten, auch ihre Meinung revidiert haben. Ja, nicht jeder, das muss jeder für sich selber finden, ist ja immer in einer Situation, sich selber so zu steuern und organisieren, dass er das auch hinkriegt. Also ich habe auch eine ganze Reihe von Leuten im Team beispielsweise, die es lieben, früh um 6 an die Arbeit zu laufen, jeden Morgen, und dann geregelt zu arbeiten, ja, um ihre ganzen Themen abzuarbeiten. Die werden zu Hause nie effektiv, ja, fühlen sich nicht wohl. Und auch das ist wichtig, meine ich, weil beispielsweise Unternehmen wie Insight gar nicht diese Möglichkeit bieten. Wir haben de facto heute kein Büro, wo wir euch hinsetzen könnten. Und auch solche Themen sind wichtig, würde ich als Talent also immer hinschauen wollen. Erwartung, was erwarte ich überhaupt, wenn ich irgendein Unternehmen auswähle, wenn ich mich da bewerben will oder auch ein Projekt auswähle? Welches Ziel verfolge ich selber für mich? Welche finanziellen Rahmenbedingungen gibt es oder allgemeinen Arbeitsformen, Urlaub, solche Geschichten, also allgemeine Rahmenbedingungen? Welchen Benefit nehme ich mit
um wirklich zu sagen, das ist etwas, wo ich mir vorstellen kann, mitzuwirken. Und schlussendlich glaube ich, auch hier ist, wenn ich mir eine Unternehmensseite angucke oder auch bis zum Bewerbungsgespräch, zum Telefonat komme, ist auch hier der Faktor Gefühl sehr wichtig. Also auch wir als Talent, als Bewerber, denke ich, müssen irgend mit einem Gefühl rausgehen, ist es das Richtige oder nicht. Insbesondere dann, wenn ich vielleicht sogar noch woanders kündigen muss. Da entscheide ich mich wirklich, den zu verlassen und zu dem zu gehen. Auch nicht jedes Unternehmen macht das hin und her mit. Ich kann also nicht immer alltäglich schnell mal zurück und wieder vorwärts gehen. Ich denke, diese Kultur hat zumindest die deutsche Arbeitskultur heute nicht. Die gibt es sicherlich in anderen Ländern unkomplizierter. Bei uns habe ich sie so nicht erlebt bisher. Gut, tolle Kandidaten, Kandidatinnen liefern. Was, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, hier ist einfach nochmal zusammengefasst, was ich für meinen Teil, was wir insbesondere bei Insight, aber auch bei ZEISS für wirklich wichtig halte. Was gucke ich mir an? In erster Linie möchte ich, dass auch im Telefonat oder im Portfolio die Leute zeigen, was sie drauf haben. Die können mir viel erzählen. Ich brauche keine Portfolios mit Schlagworten, Taktwolken oder wie man das alles nennt, das ist mir wurscht. Ich weiß selber, dass insbesondere in der SAP-Welt ist die Begriffsvielfalt sehr bunt. Da kann man unglaublich viele Kunden plattreden damit, aber es ist eigentlich oft nichts dahinter. Und deswegen liebe ich es, wenn die Leute aufzeigen können, was sie können. Und ich finde, gerade in unserer offenen Welt, in der Open Source Welt ist das relativ unkompliziert. Man kann auch viele freie Projekte zeigen. Nicht nur, also ich meine damit nicht, um das gleich wieder abzuholen, das gibt es auch oft. Ich kriege dann irgendeinen Link zu irgendeiner Seite, die habe ich mal gemacht. Dann sehe ich irgendeinen Frontend von irgendeinem Unternehmen, was er gemacht hat, wo wahrscheinlich das Design auch von jemand anderem ist. Und dann muss ich mir, im besten Falle kann ich mir also das HTML so ein bisschen angucken oder das JavaScript. Ich möchte quasi die Quelle dessen sehen, wenn die zugänglich ist. Ich möchte also das offene Projekt irgendwo zugeschoben kriegen. Oder auch im schlechtesten Fall ein ZIP-File, was ich mir angucken kann. Das ist also wichtig. Zeigen, nicht sagen. Ich will die Leistungen, die Produkte, die Beispiele, all das, was entwickelt wurde und was derjenige preisgeben will, wirklich in der Hand halten. Im besten Fall lesen können, anschauen können. Ich habe das Portfolio mehrmals aufgerissen. Ich halte das für sehr wichtig. Und ich meine, dass das, was ich so durchs Netz mir angucke bei den Leuten, oft eine ganze Menge Überarbeitung und Notwendigkeit hat. Manchmal erstellt man es auch im Jahre 2000X. Dann ist eben der Stand hier, aber sowas lebt genauso schnell wie alles andere im Web. Und insofern einfach nur der Aufruf an die Leute, mal drüber schauen, was hat sich geändert. Manche haben es schon so oft nicht mehr geändert, haben vielleicht schon 5 Kinder. Auch das sind wichtige Fakten, die man vielleicht preisgeben möchte. Mich interessiert besonders die Historie. Was hat der oder diejenige im Vorfeld getan? Ja, von welchem Unternehmen kommt sie, welchen Aufgaben oder an welchen freien Projekten wurde gearbeitet in der Vergangenheit, solche Geschichten. Ebenso interessiert mich, was mir jemand einbringen kann, was er glaubt, einbringen zu können. Ja, sei es von einem guten Scheitel bis hin zu guten Ideen. Also, was ist wirklich da, was will ich mitbringen? Aber eben auch gucke ich gerne, was erwartet derjenige. Also, auch ein Portfolio kann darstellen, was erwarte ich von jemandem, der das hier liest, warum sollte er mich anschreiben. Ebenso Stärken, Schwächen, ganz klar, sei es privater Natur oder eben auch beruflicher Natur. Und dasselbe in den privaten Vorlieben. Vorhin hatte ich es auch schon mal angesprochen. Die Form spielt eine Rolle, brauche ich nicht ausdehnen, haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ich möchte natürlich den Zugang zu diesem Inhalt haben und nicht so, solche Schwierigkeiten haben, dass ich am besten einen nachher den Source Code lesen muss, um den Inhalt zu lesen. Für mich persönlich steht dieser Satz als Alltagsthema. Für mich ist ein Beruf, ein Job, den ich als Angestellter irgendwo habe, nicht erfüllend. Sondern der Sinn ist aus meiner Sicht die Wirtschaftlichkeit. Es kann sein, dass ich damit den einen oder anderen vor den Kopf stoße, aber ich meine, dass die Möglichkeit als Angestellter eine Erfüllung zu finden nicht besteht. Ich glaube, dass man einen gewissen Grad der Erfüllung erreichen kann, dass man sich identifiziert mit dem Unternehmen im besten Fall, dass man sich sehr wohlfühlen kann. Aber ich glaube auch, dass immer ein gewisses Level an Themen da ist, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Das heißt, wenn jemand immer nur das Thema Erfüllung sucht, 100% gradig, dann wird er mit einem eigenen Thema, sei es Selbstständigkeit, immer besser fahren. Birgt andere Risiken, keine Frage, Existenzrisiken, was alles bei Selbstständigkeit ansteht, also ganz andere Themen. Aber für mich persönlich einfach das Thema, wenn ich 100% Erfüllung suche, dann würde ich nur meinen Ideen folgen und nicht denen des Unternehmens. Die können sich mit meinen nicht decken. Aber ich möchte es mitgeben, vor allem vielleicht mal drüber nachzudenken, wie das jeder Einzelne sieht. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich gehe in ein Unternehmen, kriege mein Angestelltenverhältnis und habe diese Grad erreicht der 100% Erfüllung, was ich toll fände. Ich für meinen Teil glaube, dass es eben nicht so ist, sondern ich verfolge immer eine gewisse Wirtschaftlichkeit. Ich habe Einflüsse von oben, vom Management, von außen.
Insofern habe ich also nur ein gewisses Spektrum von Möglichkeiten, was ich in der Selbstständigkeit beispielsweise ausleben kann mit anderen Problemen, ganz klar. Wie führe ich dann am Ende die Entscheidung? Das heißt, wenn diese vielen Themen durch sind, bis hin zum Telefonat, sei es, ich bewerbe mich irgendwo oder ich spreche mit einem Bewerber, dann ist also die Transparenz über all die Themen, die ich hatte, sehr, sehr wichtig. Und daraufhin entwickelt sich ein Gefühl, eine Kultur oder ich bin sogar inspiriert und wir finden uns irgendwie zusammen. Insofern habe ich eine ganze Menge gesagt, hoffentlich. Ich habe dem einen oder anderen ein paar Ideen mitgegeben, wie er neue Talente findet, wie er sich aber vielleicht auch noch besser darstellen kann, damit wir ihn finden. Ja. Insofern einfach danke von meinerseits fürs Zuhören. Hat mich gefreut und falls der eine oder andere kein Portfolio hat, dann findet er mich hier und kann sich natürlich auch hier bewerben.